Das Regen-TV Plus jetzt für euch in der Dream Gallery in Liestal beim Marcel. Und der Marcel ist wohl einer der absoluten Baselbieter-Fans, weil immer wieder, wenn ich vorbeikomme, hat er eine neue Kreation. Marcel, mit einigem Stolz hast du mir gezeigt, dein neues Baselbieter-Messer. Praktisch ausverkauft, aber trotzdem ein, zwei Sätze. Jawohl, da haben wir noch etwas an Lager. Ich könnte noch liefern. Also, wir haben einen grossen Erfolg mit dem Baselbieter Gemeinemesser. Und was du hier gerade siehst, ist das älteste Soldatenmesser 1891 von der Schweiz. Und jetzt haben wir geplant, eine Ausstellung hier bei uns, in unserem Geschäft, in solchen Vitrinen, die wir hier haben, tun wir über 120 Messer vom 25. September bis zum 30. Oktober ausstellen. Und die Messer sind ja jetzt aber nicht alle aus dem Baselbiet. Woher ist denn der ganze Fundus? Wie ist denn, wird da die Geschichte des Messers ein bisschen angeschaut? Das ist richtig. Und zwar habe ich etwa 3-4 Messersammler als Kunden. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir eure Objekte jetzt mal bei uns in der Öffentlichkeit präsentiert, eure Schätze gewissermaßen, und dass ihr die nicht allein müsst, immer daheim horten, das wäre doch euer Stolz, dass ihr die mal könnt allen zeigen könnt. Und die haben ja gesagt dazu. Und wir haben auch dann noch Victorinox gefragt, ob sie uns würden unterstützen in dem Sinn. Haben wir auch ein Ja bekommen und jetzt führen wir eben die schöne Ausstellung durch. Und anfangen tun wir mit der Vernissage am 25. September und am 2. Oktober, das ist am Samstag am Morgen, wo man sich noch anmelden kann bei uns. Das ist ein spezielles Programm, das wir an diesen beiden Tagen zeigen. Es sind Messersammler da, die ihre Objekte erklären. Und wir haben einen Messerschmied da, der meine Messer schleift und auch Messer produziert. Wir haben notabene einen ersten Preis, den man gewinnen kann, an einem Wettbewerb, wo man selber ein Messer herstellen kann. Das ist ein anderthalbtägiger Kurs, alles Attraktionen par excellence, wo sicher der ein oder andere motiviert, bei uns an die Vernissage zu kommen. Es sind natürlich alle Leute herzlich eingeladen bei uns und es würde mich freuen, wenn wir möglichst viele Anmeldungen hätten für unsere Vernissagen.